Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Generation Zero. Da hinten ist Böses im Busch. Und ich lege hier vielleicht eine kleine Falle. Ich meine, ich kann ja hier mal, die sind ja nicht verloren, es ist ja nichts verloren. Ich kann ja hier mal ein paar kleine Fallenköder auslegen. Also Köder sind ja gar nicht. Da bräuchte ich jetzt Radios oder so. Aber einfach mal ein paar so Sprengutensilien. Und dann schauen wir mal. Wenn die da reintappen, zufällig in die Falle, dann ist gut. Und wenn nicht, sammeln wir alles wieder auf. Und ich benutze jetzt den hier als Deckung. Ich hoffe, du bist eine gute Deckung, mein Freund. So, locken wir den mal an, den guten Herrn. Guten Herrn Robo. Oder hat der keinen Bock? Ich meine, ich kann den auch von hier wegsnipen, wenn er will. Ist für mich in Ordnung. Ich beschwere mich nicht. Das ist bei so Spielen wie Dark Souls immer der Hauptgewinn. Wenn die KI versagt, da freut man sich. Das ist immer toll. Kann das sein, dass die Funken mit mir kommunizieren? Ist das Trefferfeedback? Blaue Funken, kritischer Treffer, weiße Funken, Rüstungstreffer? Funktioniert das so? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist der ein bisschen robust für meinen Geschmack. Und das vorderste Sprengfass ist ein bisschen zu nah an mir dran für meinen Geschmack. Aber wenn die kommen, ziehe ich mich zurück. Aber warum ist der so unbeeindruckt von meinen Schüssen? Ah, warte, er brennt, glaube ich, schon ein bisschen, oder? Nee, ich glaube, meine Funkentheorie kann ich wieder verwerfen. Oh Mann, ey. Machen meine Schüsse auf Entfernung weniger Schaden? Fände ich irgendwie cool, glaube ich. Aber auch ein bisschen schade wäre es auch. Aha, guck, aber da war doch wieder blaue Funken. Vielleicht stimmt's doch. Es hat auch so Flatschatsch gemacht. Wisst ihr nicht, dass der immer wieder neu geladen... Aber eigentlich sollte das in dem Spiel nicht passieren, nach allem, was ich gelesen habe. Aber nicht, dass der jedes Mal, wenn ich nachlade, neu geladen wird, weil ich zu weit weg bin. Ah, und da ist er auch schon tot. Und ich krieg das Achievement Adlerauge. Weil ich bin wachsam. So, der war aber nicht alleine. Genau, der hat dann nämlich noch einen Robo-Freund. Robocop und Robobob. So. Und der ist irgendwie genauso doof wie sein Freund. Ich glaube, ich habe die KI geknackt in dem Spiel. Man muss einfach nur echt weit weg sein. Und dann sind die kaputt. Wie konnten diese Roboter jemals das Land überrennen? Da ist ja mein Staubsauger, mein Lädchen intelligenter als die. Nicht wirklich, nein, nicht wirklich. Aber gut, wir haben jetzt auch 2020 und das spielt 89. Wenn man das dann vergleicht, wirkt mein Legion schon sehr dumm im Vergleich zu denen. Wenn man bedenkt, dass da über 30 Jahre Entwicklung dazwischen liegen müssten. Mir dauert das zu lang und ist zu langweilig. Komm, kommt jetzt her. Jetzt will ich Action. Kämpft! Robo-Feinde, steh nicht nur so blöd rum und brüll. Warum brüllst du überhaupt? Warum sollte ein Roboter überhaupt brüllen? Hä? Lass mir das mal erklären. Das ergibt keinen Sinn. Außer aus Gründen der psychologischen Kriegsführung oder so. Weil du Menschen Angst machen willst mit deinem Gebrüll. Aber eigentlich... verrätst du halt nur deine Position und so. Oh, ich habe nur noch 4 Schuss. Mein Gott, das ging jetzt schnell. Die haben die jetzt aber echt verbraten. Uiuiui, okay. That escalated quickly.
Na dann. Geronimo! Oh, oder nehme ich das Fahrrad? Dann muss ich wieder so weit zurücklatschen. Naja, trotzdem. Geronimo! Gehen wir in den Angriff über. Ja, komm her. Ich warte doch nur auf dich. Mensch. Ich glaube, ich habe in dem Werkzeugkasten gerade Schuhe gefunden. Weird. Finde ich das irgendwie. Schaue ich mich nicht gut genug um? Oder warum habe ich eigentlich bis jetzt noch keine Rezepte oder nur so wenig Rezepte zum Craften? Vielleicht müsste ich mich wirklich genauer umschauen. Aber ich bin zu beschäftigt damit, große Roboter zu verhauen. Oh yeah! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Oder so. Eins, zwei, drei. Ah ja, komm, einer geht noch. Okay. Der hat mich fast gekillt. Ehrlich gesagt. Oh, da steht gleich der nächste. Ist das jetzt quasi, soll man deswegen, gibt es deswegen die Nebenmission, die einem sagt, guck mal, hier gäbe es auch einen anderen Weg, wenn dir die großen Roboter zu böse sind. Aber zufälligerweise sind mir die gar nicht zu böse. Aber ein bisschen zu dämlich. Warte, ich kann irgendwie auch auf Halbautomatik stellen. Macht in dem Fall mehr Sinn. Du, Södala. Aber robust sind die schon. Hey, wisst ihr was? Ich habe so viel Pistolenmunition. Aber andererseits schieße ich die halt jetzt sonst wohin, ne? Hey, ich glaube, ich habe was getroffen. Da ist was explodiert. Na dann, schau. Schießen wir ein paar Magazine. Ups. Ich glaube, das war nur das Auto im Vordergrund, oder? Nein, tatsächlich. Pistole. Du bist mein neuer bester Freund. Warum kann ich nicht diese Armkanone von ihm nehmen? Weil ich mein Holy Shit und benutzen. Das wäre schon cool. Eine Mütze. Eine Textilie. Eine Motorhaube, die sich wieder mal nicht öffnen lässt. Ist okay. Ist okay. Na gut. Dann gehe ich jetzt zurück zu meinem Fahrrad und sammle meine Sprengcontainer wieder ein von der Falle, die ich nie gebraucht habe. Weil, warum nicht? Schauen wir uns hier bei der Straßenblockade noch ein bisschen um. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was plündern. Hör, habe ich den wirklich nicht durchsucht? Hat mich wahrscheinlich der nächste Gegner schon abgelenkt. Nee, muss mal in die andere Richtung gucken. Das wollte ich damit sagen. Die andere Tür öffnen auf der Beifahrerseite. Noch eine Gasmaske. Wie viel Gasmasken gibt's eigentlich hier in diesem Universum? Also ich meine, von der Lore-Logik her macht das von mir aus durchaus Sinn. Hier ist ja auch überall Militär und so, aber von der Spiellogik her, warum geben die mir so viele Gasmasken? Was will ich denn damit? Habe ich eine? Habe ich alle? Oder werden Gasmasken noch besser? Ich meine, ich fände es gut, wenn es bessere Gasmasken geben würde als 20% Schutz gegen Giftgasmasken. Das ist ein bisschen lächerlich.
So, wenn jetzt nicht bald meine Sprengfallen sichtbar werden. Ah ja, da sind sie, da werden sie sichtbar. Cool. Ich dachte schon, die sind vielleicht despawned. Und ich hätte es ehrlich gesagt nicht schlimm gefunden. Aber lieber ist es mir so. Hey, aber irgendwie nur die großen Gascontainer. Die kleinen Feuerfallen sind weg. Die haben sich echt aufgelöst. Da bin ich jetzt enttäuscht. Von einem Spiel, das damit wirbt, dass es so eine konsistente Welt hat, hätte ich mehr erwartet, was das angeht. Tisk, 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 kann ich da nur sagen. Zit, zit, zit. Das sieht aus wie ein Weg, mehr oder weniger. Den nehme ich. Radl, Radl fahren. Da dam 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 dam. Ja, es ist schon einigermaßen richtig, wo wir hinfahren. Warte mal. Das? Ach, auf der Karte werden sogar die Mauern als Gebäude angezeigt im Grunde. Sowas. Oh yeah, Robo-Freunde. Wo seid ihr? Oh, eine Lagerkiste. Ist hier etwa ein... Lagerstation. Ist hier irgendwo eine Hauptquartierkiste? Ist das ein Hauptquartier hier? Eigentlich nicht, oder? Nee. Aber es gibt sogar ein Fahrrad und Shop und alles. Doch, das ist ein Unterschlupf. Ach cool. Das ist ein relativ minimalistischer Unterschlupf. Nichts Besonderes, aber man kann damit schnell reisen. Das ist schon gut. Also man kann hierher jetzt schnell reisen. Das ist cool. Schauen wir uns mal auf dem Bauernhof an. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hä, hier waren wir doch schon, weil einfach so viel Gebäude und sowas recycelt wurden. Alles sieht halt sehr ähnlich aus. Eine Kamera? Ist das was Neues, um Maschinen abzulenken? Om någon hör detta, ni är inte ensamma. Vi är fler som är kvar. Vi har ett gömställe vid gården nära Dyviks udde. Vi har barrikaderat ladan och har tillgång till lite vapen och mat, men inte mycket. Förhoppningsvis är det tillräckligt långt borta för att ingen ska märka oss. Men vi tänker inte stanna. Vi försöker hitta en väg till fastlandet via båt. Kom dit om ni kan. Ju fler, desto starkare. Roland, Anita, Doris, Gösta, Björn och Stina. Wer hat denn die Tür vernagelt? Das finde ich super. Naja. Da brauchen die sich nicht wundern, dass sie jetzt wahrscheinlich tot sind, wenn die so die Tür vernageln. Aber wann muss man schon mal eine Tür vernageln, ne? Ist ja auch ein total nutzloser Skill in 99,99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 
Das sieht auch gefährlich aus. Fahrrad, wir gehen. Bevor das ganze Ding hier in die Luft fliegt. Yeah! Die hat halt die coolen Moves drauf. Unsere Protagonistin hier. Das sind die Crazy Bike Skills. Oh oh! Oh oh, jetzt könnten wir die Crazy Bike Skills gut brauchen. Ich meine, die hat zwar Crazy Bike Skills, aber ihr Fahrrad so ein bisschen schieben oder mal kurz irgendwie hochnehmen und wo hochtragen, gehört halt nicht zu diesen Skills. Leider. Aber das ging ja nochmal gut. Hä? Was ist denn das da drüben? Ach, guck ich da aufs andere Ufer rüber. Könnte sein, oder? Aber das wirkt so nah. Aber da ist sogar der Bunker. Doch, doch, wahrscheinlich ist das wirklich. Ha, naja, dann. Wenn Fahrrad das schnellste Fortbewegungsmittel ist und man alle 2 Meter gegen Roboter kämpft, wirkt die Welt halt einfach gleich viel größer, als sie in Wirklichkeit ist, glaube ich. Jetzt hätte ich echt gern hier Munition. Ah, ich habe 2 Schuss. Und ich habe 14 Schuss von irgendeinem anderen Munitionstypen. Ich weiß aber nicht, ob der besser oder schlechter ist. Aber während ich da geguckt habe, habe ich den Hund, der gerade da oben stand, aus den Augen verloren. Wo ist er hingegangen? Naja, Fahrrad, den finden wir schon wieder. Ah, da drüben ist einer. Nee. Wollt ihr mich verarschen? Der hat ein Schrotflintenmodul. Puh. Zum Glück hat er nicht geschossen aus nächster Nähe. Das hat weh getan. Knapp. Beinahe hätten wir es ohne Schaden aus dem Kampf geschafft. Aber auch nur, weil die Roboter so super ineffizient sind. Ich weiß wirklich nicht, wie das schwedische Militär glaubte, das wäre eine gute Idee, sich so auf die zu konzentrieren. Also ich meine, offensichtlich immer noch effektiver als das ursprüngliche menschliche Militär. Aber vielleicht hätten die einfach nur mich engagieren sollen hier. Vielleicht hätten die einfach nur unsere Protagonistin. Hier, Protagonistin, hast du so und so viel Millionen, Milliarden, ich habe keine Ahnung, Budget. Du bist jetzt unser Militär. Ich glaube, wir sind auf dem Holzweg. Fahren wir zurück zur Straße, Mädchen. Und Rädchen. Und alle anderenchen. Irgendwie ist Mädchen komisch, ein komisches Wort. Denke ich mir gerade so. Weil wäre das Gegenstück zu Mädchen nicht eigentlich dann quasi Jüngchen? Aber Jüngchen sagt man nicht. Da verniedlicht man nicht. Sondern Junge. Und dann müsste man doch Mädel sagen. Oder so. Das heißt, ich sage ab jetzt zum Ausgleich, das hatten wir jetzt wie lange? Wahrscheinlich 6000 Jahre oder so. Die nächsten 6000 Jahre sage ich zum Ausgleich jetzt Jüngchen und Mädel. Und dann
können wir uns auf irgendwas dazwischen einigen. Dann ist es fair. Also gut, Mädel. Oder einfach nur Mäd? Einfach nur Mäd. Okay, Mäd. Los geht's. Das ist eigentlich gut. Das ist ein guter Name, finde ich. Mäd. Einfach nur Mäd. Wer bist du? I am Mäd. Just Mäd. Sag mal, hier soll angeblich eine Straße sein. Ist das die Straße? Ich glaube, das hier. Der Wald, wo nicht ganz so viel Gestrüpp wächst, ist die Straße, glaube ich. Ja. Es wird neblig. Sehen Roboter schlechter im Nebel? Ich sehe es schon kommen. Immer wenn das wenn sich so Spielentwickler denken, so, oh, und dann wird's neblig und dann sehen die Gegner schlechter und dann kann man bessere Hinterhalte legen, führt das bei meiner Spielweise einfach nur dazu, dass ich plötzlich umzingelt von Gegnern bin. Und die merken dann, dass ich da bin und ich merke, dass die da sind und dann ist sofort die Hölle los. Aber in dem Fall sehe ich da hinten tatsächlich eine kleine Drohne rumfliegen. Kleines, dickes Dröhnchen. Schlabim, Schlabam, Schlawinski. Ach, come on. Wir sind hier nicht auf Endor. Hör auf, so schnell zwischen den Bäumen rumzufliegen. Ah, jetzt kommen schon die Buddies. Das wollte ich verhindern. Autsch. Ah, ja. Da erheben sie sich. What happened? Was war das? Wie? Was? Wer? Mein Gott, das ist ein ganzes Rudel, sehe ich gerade. Eins, zwei, drei. Drei weggesnackt. Gascontainer hingestellt. Rückzug. Nachladen. Und jetzt warten wir. Hallo? Ich glaube, den Gascontainer können wir uns hier sparen. Wirklich, war es das? Ich dachte, da sind mehr. Na gut, Spiel, wenn du meinst, glaube ich dir jetzt mal und dann suchen wir unser Radl und radeln mit unserem Mad weiter Richtung Zielpunkt. Oh oh. Ist das dann ein Roboter? Ich bin mir nicht sicher. Ja. So, packen wir mal ein, was wir hier haben. Ganz schön viel haben wir hier. Familie Svoboda. Das könnte auch irgendwie aus Star Wars ein Name sein, oder? Svoboda. Svoboda, Maduki. Österwigswägen 14. Klinte. Mutter, Vater. Wer weiß, ob ich jemals nach Hause kommen werde, aber ich hoffe, dass jemand dies findet und dafür sorgt, dass ihr es erhaltet. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir bis zum nächsten Angriff haben werden.
Ich habe immer gesagt, es wäre eine Frage der Zeit, bis die Russen in Schweden einmarschieren würden. Es tut mir leid, dass ich euch nie geglaubt habe. Ich verstehe es jetzt. Ich verstehe, wie ihr euch damals gefühlt haben musst, als die Panzer in Prag eintrafen, hoffnungslos, voller Angst, dass ihr jederzeit sterben könntet. Hochfahrend bei jedem Geräusch, das ihr in der Ferne hört. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir ein neues Zuhause gegeben habt. Gezeichnet Pavel. Tja, Pavel. Andererseits bist du jetzt tot. Insofern würde ich die Entscheidung deiner Eltern nochmal neu bewerten. Ich meine, ich will jetzt hier nicht der Mutkiller sein, ich sag ja nur. Ich sage ja nur. Da will ich mal gucken, die Waffe, die wir da aufgehoben haben, war das was Anständiges? Was Sinnvolles? Und ja, genau das, was wir schon haben, aber okay. Wahrscheinlich, wenn man weiß, wo die super tolle Deluxe 1000 der Schaden pro Pupswaffe liegt, kann man wahrscheinlich mit dem Radl da einfach Vollgas hinradeln und alle Gegner ignorieren, vom Rad springen, sich die Waffe schnappen und dann halt von den super überpowerten Monstergegnern einfach killen lassen und hat dann die super krasse Super Deluxe Waffe des Todes 3000. Oder? Wahrscheinlich dürfte das funktionieren, theoretisch. Wie sieht's eigentlich mit Levelaufstiegen auf? Oh, ich habe schon 2 Aktionspunkte. Okay, wann ist bitte das passiert? Ich habe irgendwie 2 Level-Ups ein bisschen übersehen, offensichtlich. Kann ja mal passieren. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also, ab jetzt kann ich fernhacken. Schaltet die Fähigkeit frei, Gegner zu hacken. Erlaubt es ferngesteuerte Hacken von Gegnern mit dem Fernglas, um sie temporär in einen verwirrten Zustand zu versetzen. Das ist ziemlich langweilig, das nehmen wir. Weil jetzt kann ich Super Deluxe Hacken des Todes lernen. Gegner angreifen, statt zu verwirren. Das ist der Shit. Deswegen mache ich den ganzen Scheiß hier. So, cool. Und wie mache ich das jetzt eigentlich? Müssen wir mal testen, wenn wieder Gegner kommen. Ich glaube, einfach durchs Fernglas gucken. Und dann kann ich die irgendwie hacken. Schauen wir mal. Und dann sind die meine Freunde scheinbar. Also, ich bin mir nicht sicher, ob die dann meine Freunde sind. Das weiß ich nicht. Aber zumindest sind sie dann anscheinend die Feinde meiner Feinde. Komm schon, hoch mit dir. Komm schon, beweg dein Rad. Ja. Ich bin so froh, wenn wir wieder Straße unter den Rädern haben. Sag mal, fahre ich hier noch richtig? Ja, irgendwie schon, aber wir müssen jetzt echt ein ganzes Stück Querfeld einfahren. Ich weiß nicht, ob wir da unser Rad nicht zurücklassen müssen hier im Wald. Na.
Donk gegen die Birke geknallt. So, lass mich mal schnell schauen, ob hier irgendwo Gegner sind. Hier sind alle kaputt. Nanu, was ist denn hier passiert? Hat hier schon einer vor mir gehackt? Na komm, hoppuja. Das Fernglas ist mächtiger als das Schwert. Also zumindest stelle ich mir die Fähigkeit jetzt echt cool vor. Ich habe jetzt wie viele Stunden Gameplay in diese eine Fähigkeit gesteckt? So viel waren es ehrlich gesagt gar nicht. Trotzdem möchte ich, dass die jetzt rockt. Wenn nicht, bin ich ein bisschen traurig. Aber nur ein bisschen. Keine Sorge. Ich werde es überstehen. Ich spiele dann nachher, wenn ich hier fertig bin mit Aufnehmen, ein bisschen Demon's Souls und dann bin ich wirklich traurig. Naja, sind wir auf der anderen Seite der Brücke, auf der wir gerade noch ganz viel Roboter vorher kaputt gemacht haben, die jetzt nicht mehr da sind. Hä? Oh. Das war ich nicht. Aha! Im Wald hat mich gerade irgendwas angeguckt. Aber wo und was und wie und warum und wer? Und wie kann ich hacken? Wie zur Hecke kann ich hacken? Baum oder Roboter? Ha, Entschuldigung, Baum. Ich hab dich verwechselt. Ah, dammit. Hey, jetzt wird's aber hier ein bisschen... Was ist denn los? Ich sehe nix. Ah, eine Drohne. Ah, hacken. Okay, jetzt habe ich die gehackt. Und jetzt ist die theoretisch quasi mein Freund, oder? Aber macht halt keinen Sinn in dem Fall. Also ein bisschen. Weil das konnte ich jetzt immerhin machen. Okay, cool. Einmal pro Minute darf ich scheinbar hacken. Im Endeffekt könnte das jetzt möglich sein, dass wir uns irgendwo ein gemütliches Plätzchen suchen und von Weitem beobachten, wenn ich weit genug weg bin und die früh genug sehe, wie sich ein paar Roboter gegenseitig kaputt hauen. Wäre das nicht lustig? Deswegen mache ich diesen Job. Ich habe da hinten schon wieder eine Drohne fliegen sehen, aber gut. Ich radel mal ganz langsam hier vorbei. Kirche, brennendes Haus. Wollen wir da mal nachschauen, was da so los ist? Tun wir es. Hier ist ein Gehöft. Ich dachte, das ist eine Kirche, aber okay. Und das ist eher auch kein Gehöft, oder? Das ist ein Haus. Andererseits bin ich da kein Fachmann. Aha, da ist es zu rauchig drin. Wenn wir da rein wollen, dann wahrscheinlich nur mit Gasmaske. Und Heilung legen die uns auch noch hin, das ist nett. So. Ich habe einen Zettel gefunden. Den kann ich jetzt gerade schlecht lesen hier. Okay. Steffi, das Militär eskortiert alle zum Bunker. Notfallprotokoll. Fragen nicht gestattet. Was zum Teufel ist die Woche in Schweden los? Wie blöd, dass du ausgerechnet jetzt wieder zu Hause bist. Wenn du dies ohne mich findest, geh zu unserem Steinhaufen am Ende des
Ich höre Roboter. Pfad ist der Götter. Erinnerst du dich an eine Mission? Blablabla. Okay. Neue Mission. Ich gehe trotzdem noch mal kurz in das Häuschen hier. Ah ja, guck. Weil hier zum Beispiel noch ein Tagebuch ist. Ah, schnell raus hier. Ja, wo ist jetzt das Tagebuch? Bossbaupläne. Steht zwar Plural, aber gibt scheinbar nur einen. Okay, keine Ahnung. Ich finde das Tagebuch nicht. Wird schon nicht so interessant gewesen sein. Gehen wir nochmal rein. Ah, Obergestock ist eh... Obergestock? Ganz recht. Der Obergestock ist eh nicht betretbar. Hier haben sie den Lootraum versteckt. Was ist denn das eigentlich, was ich da nehme? Man weiß es nicht, ne? Rohrbomben. Spulen irgendeiner Art. Keine Ahnung. Achso, Lichtschalter. Na gut. Okay. Puh. Mir sind vorher ein paar Semmelbrösel in der Pfanne ein bisschen zu sehr angebrannt. Insofern kann ich das Angebrannte gerade förmlich riechen. Und zwar wirklich. Ich rieche dieses Angebrannte in der Luft jetzt stärker als vorher, weil wir in dem Raum waren. So ein Hirn ist schon was Lustiges. Was das immer für Sachen macht. Ich will jetzt einen großen Roboter hacken und ich will, dass der gegen andere große Roboter kämpft. Allerdings habe ich gesehen, haben wir eine Hack-Wahrscheinlichkeit. You can't hack everyone. Kann ich nicht seine Waffe nehmen? Doch, kann ich. Cool. Ist das ein anderes Gewehr? Das sah vorne ein bisschen anders aus, aber ich glaube nicht, oder? Das ist wahrscheinlich schon... Ah, das ist wirklich was anderes gewesen. Ein Automatgewehr 5. Ah ja, aber im Gegensatz zu meinen 2-Sterne-Automatgewehren ist das nicht so gut. Mehr Output haut die Kugeln schneller raus, aber dafür mit deutlich weniger Schaden. Ich glaube, da ist mir unser Automatgewehr lieber. Ich hätte schon fast damit gerechnet, dass jetzt hier ein riesiger Roboter in der Kirche steht. Das wäre so typisch gewesen. Und hätte mir dann gedacht, wie zur Hölle kommt der da rein? Ich meine, nur weil er innen Platz hat, heißt das noch lange nicht, dass er irgendwie sinnvoll reingekommen ist. Aber ich glaube, wir haben ein neues Safe House entdeckt, ne? Das ist cool. Wow, spinnen die? Kommen die auf mich zu? Greifen die jetzt an? Sammeln die sich? Wer ist denn eigentlich Wolf? Wolf kenne ich gar nicht. Wolf, Ulven und Jagdmaskin haben sich jetzt hier versammelt. Ob ich die hier auch hacken kann? Ich kann zumindest vielleicht ihre Freunde, die sie wahrscheinlich als Geleitschutz dabei haben, hacken und dann gegeneinander in den Kampf schicken. Das wäre schon cool. Also, jetzt muss ich aber mal hier ein paar Waffen zerlegen, weil die brauchen wir nicht mehr. Das hebe ich mal auf, oder? Man weiß es ja nicht. Benutzt das eigentlich die gleiche Munition? Steht hier gar nicht. Ich denke schon, oder? Aber da muss ich irgendwie... Vielleicht schauen wir mal hier.
Steht das hier irgendwo, welche Munition die benutzt? Nicht bei allen Waffen irgendwie. Ach so, doch, wenn ich gucke, was ausgerüstet ist, können wir es sehen. Bei der ist halt nichts ausgerüstet. Aber wenn ich hier auf Modifizieren gehe. 5. Hey, warte mal. 5, 5, 6. Das ist tatsächlich eine andere Munition. Ah, das ist cool. Wenn uns irgendwann mal die Munition ausgeht, die 7, 2, 6, 2, dann können wir auf die Waffe umsteigen. Na. Ich meine, hoffentlich finden wir da noch eine bessere Version davon, aber gut, immerhin. So, und wir haben hier ein Safe House. Das ist auch nicht schlecht. Ich packe jetzt die neue Waffe mal hier weg. Die brauchen wir gerade eh nicht. Andererseits ist mein Scharfschützengewehr aktuell so leer. Ja, mittlerweile habe ich wieder fast 40 Schuss, ne? Wahrscheinlich sogar ja, zwei von der anderen auch noch. Aber bleiben wir mal bei der. Ist okay. Kann man schon noch ein bisschen was damit machen. Also ich will mal nach oben gehen. Ein Pferdchen. Bringt einem das eigentlich was? Ich spiele gerade Wasteland 3. Da gibt es so ähnlich wie die Pip-Boys so hässliche Puppen zu sammeln. Das sind wirklich sehr hässliche Puppen, die einem so permanente Upgrades bringen. Und da frage ich mich, warum machen die Pferdchen das eigentlich nicht? Das wäre doch auch cool, wenn die Collectibles hier in dem Spiel nicht nur Collectibles wären. Ich mag da, ich so Collectibles nur um des Sammels willen, mag ich immer nicht so gerne. Also kann man schon machen, aber interessiert mich halt nicht. Ich mag da doch lieber, wenn es geht, dass die wenigstens einen kleinen Effekt haben. Wisst ihr wirklich, und wenn es 1% Schutz gegen irgendeine spezifische Schadensart ist, ist okay. Hauptsache ein bisschen was bringt's. Okay, die trennen sich. Schade, ich hätte jetzt gehofft, ich könnte die vielleicht sogar... Ah, ich kann mir ein Profil von denen anschauen. Ah. Und die sammeln da irgendwie echt Erfahrung. Sowas aber auch. Naja, es sind alle so diese Humanoiden. Na gut. Schade, ich hätte echt gehofft irgendwie, dass wir die erstens von hier oben sehen können, vielleicht sogar. Aber dafür ist zu viel Wald in dem Spiel. Und zweitens hätte ich gehofft, dass verschiedene Robotertypen sind. Aber ich habe im Vorfeld schon auch unter den Kritikpunkten oft gelesen, dass es zu wenig Gegnertypen gibt. Und ich denke mal wirklich, abgesehen von den Drohnen, den Spinnen, den Hunden und den Humanoiden, gibt es, glaube ich, wahrscheinlich nur noch eine Art von Roboter, die uns noch erwartet. Wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn es zwei sind, okay, aber... Ne? Naja. Naja. Machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Und beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Macht's gut. Bis dann. Ich weiß gar nicht, warum ich immer auf Pause drücke. Das Spiel gibt keine Pause. Aber ich fühle mich ein bisschen sicherer. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Oh, meine Maus geht nicht mehr. Interessant. Ah, jetzt. So. Tschüss.